hat also jeder jetzt seine Lieblingszahl und wo ist mein An dieser Stelle Ihnen allen nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie tapfer und lange der Kälte getrotzt haben. Ich glaube, es lohnt sich, wenn das Finale, was jetzt noch kommt, das ist auf jeden Fall in sich. Und jetzt wird es vor allem im Winterreifen an Nico Rosbergs Auto. Nochmal richtig warm, nochmal durch. Auf hinterlassen und sie werden es weitlich ausnutzen, tun sie beide, Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Obwohl jetzt Lewis da die Kurve nicht wirklich kriegt. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen schieben. Ach, aber die Autos haben einen Rückwärtsgang. Ah, Rückwärtsgang gefunden. So, also, und dann kommt er hier nochmal bei uns beiden hier vorbei, Heiko. So, wahrscheinlich letzten oder vorletzten Mal. Als lebende Rennlegende. Zum ersten Mal der Titel gewinnen. Jetzt 2014, also 6 Jahre später sogar. 5 Saisons ohne Titel, in der 6. Dann hat es wieder geklappt. Für Lewis Hamilton. So ziemlich schauen, in Brasilien am Ende sogar neuer Rundenrekord. Und die Saison 2014 war schneller als die vorangegangene Saison. Klar ins So, jetzt wird Nico Rosberg etwas auf Verbrauch geachtet. Warum muss auch die Formel 1 immer noch wie im Mittelalter fahren? Wir kommen mit der neuen Formel 1 sehr gut klar bei RTL und ich hoffe, die Fans auch. Und wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison, die beginnt Mitte März in Australien. Am 15. März geht's los, 2 Wochen später nach Kuala Lumpur. Aber jetzt sind wir bei den letzten Donuts des Und der kriegt gar nicht genug. Der Lewis macht Überstunden.